Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein kurzes Video, Vergleichstest leistungsmäßig MS 170 gegen 162. Beide 1,6 PS, gleiche Hubraumklasse, alles identisch, bloß halt neu gegen alt. Wir werden als erstes mit der 162er sägen mit der 35er Schiene. Danach baue ich die 35er Schiene auf die 170er mit derselben Kette, dass alles seine Richtigkeit hat. Und dann wollen wir doch mal sehen, welche von beiden Sägen nachher die Nase vorne hat. Wir werden drei Scheiben sägen, von unten nach oben und wieder nach unten runter. Also drei Scheiben insgesamt, das mit beiden Sägen. Die Zeit blende ich zwischendurch ein. Werdet ihr dann sehen, wie lange es ungefähr gedauert hat. So, das war jetzt die MS 162. Leider hatte ich ein bis zwei Steher drin. Gucken wir mal nachher, ob sich das wirklich in der Zeit auswirkt. Als nächstes die MS 170. Ich baue schnell das Schwert um und wir sehen uns gleich wieder. So, Schwert ist umgebaut. Jetzt die MS 170. So, die Zeiten habe ich euch eben eingeblendet. Gefühlsmäßig hätte ich gesagt, war die 170er ein Ticken schneller. Bei der 162er bleibt tatsächlich die Kette irgendwie öfters stehen. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil Leistung haben sie gleich viel. Ich würde auf die Kupplung tippen. Aber naja, gut, wie auch immer, wie es auch sei. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das mal auszuprobieren. Meines Erachtens nach ging die 170er ein bisschen besser, aber ihr werdet es in den Zeiten gleich sehen. Lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da und gerne auch ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!